Albert Götz arbeitet als Fallmanager im Jobcenter. Bei ihm landen die schweren Fälle. Empathie gehört zu dem Job hier und vielleicht steckt eine Scheidung dahinter, vielleicht Insolvenz oder auch Langzeitarbeitslosigkeit. Da versuchen wir dann einfach, Lösungswege zu finden. Zu seinen Schützlingen gehört Isabella Breuherr. Aber da gucken wir dann weiter, dass sie da eine passende Ausbildungsstelle bekommen. Die 21-Jährige war mehrere Jahre obdachlos. Heute bekommt sie Hartz IV. Wäre schöner, wenn ich einen Job jetzt hätte, wo ich halt wirklich ein Gehalt hätte, dass ich meine Wohnung zahlen kann und gescheit davon leben kann. Auch Roy Peischel wird vom Jobcenter-Mitarbeiter betreut. Er träumt davon, irgendwann mit Musik sein Geld zu verdienen. Bei anderen Jobs tut er sich schwer. Ich habe über 15 Praktika gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da verliert man irgendwann mal den Überblick. Mit der Hilfe von Albert Götz soll es für beide endlich bergauf gehen. Raus aus der Arbeitslosigkeit. In diesem Mehrfamilienhaus in München wohnt Isabella Breuherr mittlerweile. Hallo, herzlich willkommen. In einer kleinen Einzimmerwohnung im Dachgeschoss. Als sie 15 ist, wird sie obdachlos, fast 3 Jahre lang. Über die Gründe möchte sie nicht sprechen. Dafür erzählt sie uns von ihren Erfahrungen. Als Obdachlose kannst du dich halt auch nicht duschen oder generell mal auf Toilette gehen. Und nachts, wenn es zum Beispiel zu kalt ist, dann schläft man halt in den Bahnen oder in den Banken. Früher musste sie betteln, heute lebt sie von Sozialleistungen. Vom Jobcenter bekommt sie momentan 669 Euro im Monat. Nach Abzug der Miete von 417 Euro hat sie 252 Euro, also 8 Euro pro Tag für alle weiteren Kosten zur Verfügung. Mit dem wenigen Geld kommt die 21-Jährige zurecht, doch sie hat gesundheitliche Probleme. Wenn ich irgendwie einen Stressmoment habe oder wenn irgendwas richtig stressig ist, dann kriege ich halt die Migräneattacke. Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss ich auch Schmerztabletten nehmen. Das ist schon eine Belastung. Trotzdem will sie unbedingt eine Ausbildung machen. Über das Fallmanagement hat sie eine Arbeitsmaßnahme vermittelt bekommen, die ihr Hoffnung macht. Wir begleiten sie. Guten Morgen. Morgen. Grüß dich. Alles okay? Bist startklar? Ja. Super. In einer Nähwerkstatt arbeitet sie mit anderen Arbeitslosen für 2 Euro die Stunde. Seit einem Jahr ist sie hier und blüht kontinuierlich auf. Isa hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Sie ist auch viel, viel ruhiger geworden und viel konzentrierter und hat eine unglaubliche Kreativität entwickelt. Ihr großer Wunsch ist es, irgendwann hauptberuflich Schneiderin zu sein. Die Ansprüche an den neuen Arbeitgeber sind gering. Für mich ist auf jeden Fall wichtig ein gutes Arbeitsteam. Ein Gehalt, wo ich vielleicht 1.000 verdiene, also netto, damit ich halt Wohnungen zahlen kann und ganz normal von leben kann. Und Arbeitszeiten ist bei mir endlich flexibel. An diesem Tag kommt Albert Götz zu Besuch. Hallo zusammen. Frau Breuherr, hallo. Grüß Sie. Hallo. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Er hat der 21-Jährigen die Arbeitsmaßnahme in der Nähwerkstatt organisiert. Isabella Breuherr fühlt sich von ihm ernst genommen. Er sei anders als die klassischen Jobvermittler, die sie vorher hatte. Ich kann normal mit ihm reden, er fragt mir auch manchmal, wie es mir geht und ob ich mich wohlfühle in meiner Arbeit und wie es generell läuft. Und das finde ich angenehm. Also es ist uns einfach im Fallmanagement sehr wichtig, dass wir gucken, was die Menschen machen vor Ort. Fallmanager wie Albert Götz unterscheiden sich von Jobvermittlern in folgenden Punkten. Sie können ihre Kunden bei der Arbeitsmaßnahme und zu Hause besuchen. So soll Vertrauen entstehen. Neben der Jobvermittlung geht es darum, bei privaten Problemen zu helfen, wie Schulden oder Krankheit. Und sie haben mehr Zeit für eine intensive Betreuung, weil sie weniger Kunden betreuen. Bei einem Spaziergang in der Mittagspause kommen Albert Götz und Isabella Breuherr ins Gespräch. Sie erzählt ihnen, dass sie mittlerweile fast 30 Bewerbungen rausgeschickt hat. Leider gab es bislang nur Absagen. Der 57-Jährige macht ihr Mut.
Es liegt jetzt nicht an der Qualifikation, sondern einfach mangels Stellen ist es passiert. Sonst, wir haben die Perspektive und es gibt noch weitere Möglichkeiten, die werden wir in Zukunft auch ausloten. Der Fallmanager betreut auch Roy Peischel, den wir zunächst bei sich zu Hause treffen. Hier lebt er zusammen mit seiner Mutter und seiner 6-jährigen Schwester in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Das hier ist mein Zimmer. Hier habe ich hat meine Mutter eine Holzwand eingebaut, damit ich so mein eigenes Zimmer habe mit einer Schiebetür. Meine Schwester schläft mit meiner Mutter in dem Zimmer. Der 20-Jährige ist seit Jahren arbeitslos, genau wie seine Mutter. Gemeinsam bekommen sie vom Jobcenter aktuell 1.635 Euro. Nach Abzug der Miete bleibt für die dreiköpfige Familie 657 Euro übrig für Lebensmittel, Kleidung und Freizeit. Also 7 Euro für jeden pro Tag. Es bedeutet, dass man verzichten muss auf ganz viele Sachen, die für andere Leute selbstverständlich sind. Sowas wie Kino gehen oder, weiß nicht, hier und da essen gehen, das ist selten drin. Es ist einfach Leben im Minimum, einfach am Rand. Seit seinem Hauptschulabschluss 2014 sucht er einen Job. Bei den zahlreichen Praktika, die er gemacht hat, war nichts Passendes dabei. Also ich kann mal aufzählen, das war hier in Norma, der Lebensmittelmarkt, ein Friseur, ein Schneider, dreimal Schneider, einmal Kaufmann im Einzelhandel, das war bei Edeka, einmal als Maler und Lackierer, Glaser, Kinderpfleger, Hausmeister und nochmal Kaufmann im Einzelhandel. Ein klassischer Beruf käme für den 20-Jährigen nicht in Frage. Ich kann einfach meine Fähigkeiten nicht einbringen. Ich bin einfach nicht dieser guck dir das an, das verkaufe ich, oder dieses auf Kunden zugehen oder auf Menschen generell zugehen. Ich bin einfach so, ich arbeite in meinem stillen Kämmerchen und das ist es dann. Roys Stärke ist Kreativität. Sein Traum, vielleicht irgendwann mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Über das Fallmanagement hat er endlich eine passende Arbeitsmaßnahme bekommen, in dieser Kunstwerkstatt. Hi. Hoi. Für ein Theaterstück kann er hier Lieder komponieren. Während seine Kollegen auf der Bühne proben, arbeitet Roy Peischel im Keller des Gebäudes. Fast jeden Tag ist er vor Ort. Hier sind seine Fähigkeiten gefragt. Und seine Arbeit kommt gut an. Für Roy Peischel ungewohnt. Das freut mich total. Das gibt mir eine unglaubliche Motivation, das weiterzumachen und dran zu bleiben. Dieser Satz macht besonders Albert Götz glücklich. Seit über 3 Jahren betreut er den 20-Jährigen. Die intensive Zusammenarbeit hätte sich ausgezahlt. Das ist eigentlich die Essenz des Jobs. Und das tut dann auch gut, wenn man gemerkt hat, man hat ja irgendwas nicht ganz verkehrt gemacht.